Schönen guten Abend an alle unsere Zuseher. Schönen guten Abend an alle anwesenden Mitglieder unseres Vereins Perlenschnur. Ich darf euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Ingrid Schröder. Ich habe ganz vergessen, mich in der allerersten Sendung mich selber vorzustellen. Ich bin gemeinsam mit der Gabi Müller Vorstand von dem Verein Perlenschnur. Dieser Verein Perlenschnur beschäftigt sich mit dem Wirbelweltbild von Gabi Müller in Verbindung mit ähnlichen Weltbildern, ähnlichen Gedankengebäuden anderer Wissenschaftler, um diese Gedankengebäude zu einem großen Ganzen zusammenzuführen. So kann man das vielleicht kurz sagen. Wer sich für unsere Arbeit interessiert, findet das auf unserer Website perlenschnur.org. Ich habe eine kaufmännische Berufslaufbahn hinter mir und habe mich eben privat über Jahrzehnte mit diesen Themen Physik, Metaphysik, Spiritualität, Astrologie und so weiter beschäftigt. Und vor einigen Jahren haben sich unsere Lebenswege gekreuzt, der von der Gabi und mir. Und so haben wir dann mit einer Gruppe von Gleichgesinnten diesen Verein ins Leben gerufen und darf jetzt auch noch die heute anwesenden Mitglieder, Kernmitglieder unseres Vereins bitten, sich vorzustellen. Fangen wir vielleicht mit der Christiane an. Darf ich dich kurz bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen? Anschließend dann Udo und seine Frau Gabi und zum Schluss dann Gabi Müller. Der wird dann gleich dann auch noch das Wort für den weiteren Vortrag erteilen können. Bitte, Christiane. Ja, gerne. Danke dir. Mein Name ist Christiane Wiemann und meine Laufbahn ist über die Schulmedizin und dann anschließend irgendwann über die Alternativmedizin in unterschiedlichen Fachbereichen gelandet. Und ich habe viele Ausbildungen im alternativen Bereich und mein Schwerpunkt ist aber wirklich, was ist geistig, seelisch, spirituell, wobei ich den Körper zwar nicht auslasse, aber dieses ganzheitliche Bild eben auch auf den anderen Ebenen zu sehen. Und das Spirituelle, wie können wir das in die Welt reinbringen, gerade in die jetzige Zeit? Und da passt das Weltbild oder das Wirbelweltbild von der Gabi perfekt rein. Ich bin vor, weiß ich nicht, 2 Jahren dazu gekommen und merke einfach, dass dieses Weltbild mir mittlerweile am nächsten ist, wenn man das erklärt. Und mittlerweile, ich sag mal, fühle ich diese Wirbel, sehe sie manchmal und das zeigt mir einfach, dass sehr stimmig ist. Danke. Schönen guten Abend. Ja, bei mir sieht es so aus, ich habe ein Studium der Nachrichtentechnik abgeschlossen und was mich immer brennend interessiert war, dass ich die Spiritualität, auch von daher viele klassische Werke, kennenlernen konnte und mich damit beschäftigt habe aus dem Advaita Vedanta. Das habe ich dann immer noch parallel zu meinem Beruf gemacht. Ebenso hat mich dann auch immer dieses physikalische Weltbild, klar vom Akademischen her, interessiert. Aber darüber hinaus interessierten mich gerade diese Dinge, die dann in diese metaphysischen Bereiche hineinstoßen, vordringen. Und das ist eine sehr spannende Sache. Auf jeden Fall diese Begegnung hier mit Gabi Müller und dem Wirbelweltbild hat mich ja seit 2 Jahren begeistert und bin halt dabei, mich dort auch zu vertiefen. Und gut, ich habe mal als bei einer Reise in Tibet, da habe ich dann auch mal in einer Wüste, wo ich dann war, mit einigen Freunden, weil wir da durch eine Wüste gelaufen sind und ein Zelt aufgebaut haben, in der Natur einen, da tauchte ein Wirbel auf. Er ist sehr klein, der wurde größer und den konnte ich dann aus, ja,
greifbarer, sag ich mal, Nähe beobachten. Und da denke ich dann auch oft an dieses Erlebnis im Zusammenhang mit diesem Wirbelweltbild. Ja, das würde im Moment reichen. Ja, guten Abend. Ja, zu meiner Person, also ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung, habe danach im Bankwesen gearbeitet, 25 Jahre lang. Danach bin ich in den sozialen Bereich gewechselt und Kindererziehung und so weiter. Und in meiner Freizeit habe ich mich dann, und wie mein Mann auch, mit der indischen Philosophie auseinandergesetzt und sind auf vielen indischen in das Land gereist, nach Indien, haben viele Orte gesehen, spirituelle Orte, und haben in Ashrams zeitweise gelebt und sehr tolle und wunderbare Erfahrungen machen können. Und nebenbei wurde uns dann das Glück beschert, dass wir einen ganz tollen Meister und Seher und Heiler kennenlernen durften. Das war so in 1999 herum, der dann auch nach Deutschland jedes Jahr auf Einladung von uns und anderen hier in Deutschland zu uns gekommen ist, und wir durften ihn dann auch beherbergen und auch für ihn arbeiten. Also er hat dann Vorträge gehalten hier in Deutschland und Heilungen gegeben, und das war eine ganz große Bereicherung für uns. Ja, und wie gesagt, soweit bin ich dann später mit meinem Mann hier zu der Perlenschnur gekommen, was auch ein toller Erfahrungsbereich für uns beiden war. Ja, oder ist immer noch, ja. Ja, dann gebe ich jetzt mal weiter an die Gabi, ja. Vielen Dank, Gabi. Gerne. Ich werde jetzt ausführlich über mich erzählen, es geht dann länger, aber ich möchte noch dazu sagen, dass hier noch andere in unserem Kern, in unserem Verein Kernmitglied sind, die jetzt nicht immer hier mitmachen, weil sie da so nicht, aus bestimmten Gründen das auch nicht wollen. Aber diese Erlebnisse, die ihr so habt, die haben einige. Also wir haben ja noch ein paar mehr Kernmitglieder. Ganz spannende Erlebnisse, die ich da erfahren habe, die praktisch Auslöser waren, um da hier mitzumachen. Sowas passiert irgendwie nicht zufällig, ja. Das wollte ich bloß dazu sagen. Kannst du jetzt mal das Bild einblenden, Ingrid, um was es heute geht? Das habe ich als Titelbild zusammengestellt. Sieht ein bisschen wüst aus, aber so chaotisch ist es eigentlich wirklich. Und es soll eigentlich zeigen, was alles hier im Zusammenhang steht. Ja, worum es jetzt inzwischen seit 3 Jahren geht und zum Teil eben bei mir schon länger. Ihr seid ja auch alle drin. Hier ist übrigens auch die Christa drin. Aber das erzähle ich dann, wenn ich so in der Zeitlinie da angekommen bin. Ich fange einfach mal in der Zeitlinie an. Und da müsste man eigentlich auf der linken Seite bei dem Max Planck anfangen, wo man da das Bildchen sieht. Ich kann ja mal mit der Maus... Ach nee, das kann ich jetzt nicht. Die Ingrid müsste mit der Maus drauf zeigen. Wir haben uns das hier geteilt, damit ich auch noch andere Bilder dazu einblenden kann. Also ich habe Physik studiert, also Abi war 1973, und dann habe ich 1974 mein Studium begonnen an der TU Dresden. Das Grundstudium 2 Jahre, also 3 Jahre waren das, bis 1977, und dann habe ich gewechselt aus privaten Gründen an die Humboldt-Universität und habe dort dann das Diplom gemacht. In Dresden gab es da schon so einen Punkt, an den ich mich da immer erinnere, wenn ich heute Wirbelphysik mache. Ich hatte noch das Glück, im letzten Semester zu sein, wo der Professor Recknagel Prüfung machte. Und der hatte uns eine Frage gestellt, wir waren immer so kleine Gruppen, wo wir gemeinsam antworten sollten. Warum wird ein Widerstand warm, ein elektrischer? Das sollten wir erklären. Es ging da um einige Fachgebiete auf einmal, also nicht bloß Elektrotechnik, auch Mechanik, alles Mögliche. Und er sagte, bitte nicht mit Reibung erklären, das passt nicht zu Elektronen. Warum wird ein Widerstand warm?
Und zu dem Zeitpunkt haben wir das nicht gewusst. Keiner von uns. Wir waren ja 3 Leute oder 4. Und dann, wir hatten dann noch andere Fragen und haben es eigentlich alle bestanden. Aber diese Frage war so, hatte so einen Haken. Und er hat es uns während der Prüfung dann erklärt. Und zwar, dass eben, wenn man sich die Felder anguckt, wenn man sich einen ganz einfachen Stromkreis hinmalt, wo auf der einen Seite der Akku ist, auf der anderen Seite der Widerstand, dann kann man sich die Felder angucken, die zwischen den Drähten sind und um die Drähte. Und wenn man da das Kreuzprodukt bildet, E Kreuz H, das ist der Pointing-Vektor, dann zeigt der auf den Widerstand. Also das Feld transportiert Energie auf den Widerstand und damit wird der Widerstand warm, über die Felder. So erklärt es die Physik. Und da war ich ziemlich verblüfft, denn direkt im Unterricht hatten wir das nicht. Das war sozusagen eine Anwendung. Und heute ist es für mich die wichtigste Geschichte überhaupt. Kann ja sein, dass ich da sozusagen einäugig gucke durch dieses Erlebnis, aber es kann auch andere Gründe haben, dass ich ausgerechnet in diese Gruppe gekommen bin, weil das so was Wichtiges ist. Das wird dann nochmal genau erklärt. Also, worum es hier geht, das ist eigentlich 2 Strömungen betrachtet und der rechte Winkel dazu ist der Sog. Also wenn die Strömung jetzt schnell geht und der Gradient dazu senkrecht steht, weil die eben einen Gradienten hat. Da gibt es eine dicke Stelle, wo ganz viel strömt und daneben weniger. Senkrecht zur dritten Richtung, das ist ja immer beim Kreuzprodukt so, gibt es einen Sog. Das haben wir schon oft in anderen Veranstaltungen erzählt, aber da habe ich immer an dieser Stelle angefangen. Das Kreuzprodukt selbst ist jetzt die Methode, wie die Physik das erklärt. Aber das ist zu theoretisch, dass man das nicht so für wichtig hält. Es ist aber ganz fundamental. Das habe ich damals als Anknüpfungspunkt erlebt. Später bei der Diplomarbeit bin ich in die Gruppe zur Festkörpertheorie gekommen. Da musste ich auch was rechnen mit Schrödinger-Gleichung, also richtig gleich Quantenphysik. Und da habe ich festgestellt, dass die Physik hier eigentlich sich selbst ins Bein schießt. Also ich musste da was ausrechnen. Der Titel hieß Auger-Rekombination von phosphordotiertem Silizium bei tiefen Temperaturen. Also reine Festkörpertheorie. Und da ging es dann darum, wie viele Quantenzahlen nimmt man mit? Und ich habe das für alle möglichen Quantenzahlen ausgerechnet. Für manche war es zu viel, für andere war es zu wenig. Das Ergebnis, was ich rausrechnen soll, ich sollte hier eigentlich ein Experiment bestätigen. Und da hieß es dann, weil ich gefragt habe, wie viel darf ich denn nun nehmen? Was ist denn nun die richtige Quantenzahl? Na, man nimmt genau die passt, war dann die Antwort. Und da ist für mich schon die erste Welt zusammengebrochen. Wieso ist das dann eine Bestätigung, wenn ich mir raussuche, was passt? Ja, es gab keinen Grund, irgendeine zu bevorzugen oder diesen Abbruch der Quantenzahlen an einer Stelle. Es gab keine weitere Begründung dafür, nur damit es passt. Und ich vermute mal, das ist ja oft so, dass man mit fitting Parametern alles zurechtbiegt, wie man es braucht, aber ob es wirklich stimmt. Und dass immer gesagt wird, die Quantentheorie oder was so alles bestätigt wurde, die Relativitätstheorie. Wenn ich genau angeguckt habe, habe ich meistens so einen Haken gefunden, dass man da was zurechtgebogen hat. Ja. Dann bin ich nach dem Studium als erstes Mal nach Warschau gegangen. Also mein erster Mann hatte dort eine Akkreditierung als Journalist und das war dann mit Familie. Da habe ich auch Sachen gemacht, also eine numerische Rechnung und bin zufällig auf Splitting-Parameter gekommen, wo ich das Gleiche hätte entdecken können wie damals Feigenbaum und habe es nicht ernst genommen. Das hat mich auch noch ein bisschen später geärgert. Warum? Ich meine, Feigenbaum hat es zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht, aber ich wusste es nicht. Und eine Freundin von mir, die inzwischen nach dem Studium Forschungsstudentin war, die Ingrid Mertig, hat mir ein Buch geschickt von den Feigenbaum-Sachen, die waren ganz frisch rausgekommen.
Dann habe ich gesehen, dass ich genau diesen Dingen begegnet bin, die eigentlich Feigenbaum auch so gesehen hat, und er hat die Entdeckung gemacht und ich bin da vorbeigelaufen. Ja? Also die Dinge, die liegen auf unserem Weg, wir müssen sie sehen und dann müssen wir sie auch noch uns selbst noch ernst nehmen, dass das was Gutes ist. Habe ich da gelernt. Dann ja, kannst du uns kurz sagen, was der Herr Feigenbaum da entdeckt hat und was es war, was du da liegen gelassen hast an deinem Weg? Ich habe eine Simulation gemacht für Sternatmosphären. Ich war da ganz privat übrigens in Warschau und habe mich da im Institut für Astronomie gemeldet. Das sind Physiker, die sich mit Astrophysik beschäftigen, und um ein Thema gebeten. Ich durfte dort arbeiten. Die haben mich reingelassen. Ich habe zwar kein Geld dafür gekriegt, aber mein Mann hat ja für mich extra Lohn gehabt, sozusagen Familienlohn. Und es war eine schöne Chance, da was zu machen. So, und da sollte ich also Sternatmosphäre für die Sonne berechnen mit dem Programm, was für einen heißeren Stern entwickelt wurde. Und da habe ich das sozusagen runtergerechnet mit den neuen Temperaturen, habe aber nicht allzu viel geändert. Und da ist das Programm ausgeflippt, hat also nicht das gemacht, was es vorher gemacht hat, sondern bei diesen tiefen Temperaturen hat es plötzlich Mehrfachlösung bekommen. Und ich war ganz konsterniert, was ist denn hier los? Warum kann ich? Dann habe ich nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll und habe die dann ausgeblendet, die zweite Lösung oder die dritte, vierte Lösung. Und ja, ich habe mir die zwar alle angeguckt, aber ich konnte es nicht verstehen, was da los ist, warum es das so aufsplittet. Und wir haben hier schon mal besprochen irgendwann, dass die Sache mit den Blubberblasen in der Tomatensuppe zum Beispiel, ja, da gibt es diese Feigenbaumentwicklung. Wenn man da mit langsamen Blubberblasen anfängt und da rechnet, wie groß die sind und wie heiß das ist in einem Koordinatensystem, sind das immer gleiche Verhältnisse. Wenn die dann kleiner sind, sind die wieder, das Verhältnis zwischen Größe und Temperaturunterschied ist dann das gleiche, aber etwas später. Das ist so ein Baum, was so logistische Gleichung, müsste man jetzt mal schnell googeln bei Wikipedia. Aber das ist jetzt so ausführlich, das will ich heute gar nicht machen. Noch mal ein andermal. Jedenfalls, dieses Zahlenverhältnis habe ich später angeguckt und dann waren die drin. Die gleichen Feigenbaumzahlen waren in meinen Rechnungen drin. Die sind also nie irgendwo erzeugt worden. Das hat die Numerik ausgespuckt, weil das quadratische Zusammenhänge waren. Im Grunde ist es auch so was, wie am Apfelmännchen zu finden ist, auf der negativen X-Achse. Ja, das war jetzt das Studium und die erste Zeit. Das war auch bloß 2 Jahre. Ich sollte übrigens das mit einer Aspirantur abschließen, habe ich aber. Wir mussten aber Zelte abbrechen, weil kam dann Solidarność und da sind wir da rausgeflogen. Als Deutsche, beziehungsweise mein Mann ist rausgeflogen, der war den Polen da zu rot. Rote Socken wollten sie nicht mehr haben und da musste ich damit weg und alles abbrechen. Bei der Akademie habe ich dann gearbeitet, Roboterforschung. Da ging es mehr um Koordinatentransformationen. Das war aber nicht so wichtig, das waren 1-2 Jahre. Und dann habe ich dort weitergemacht mit den Fraktalen als Hobby, so nebenbei, weil immer freie Zeit war. Und durch diese Feigenbaum-Erlebnisse da in Warschau habe ich dann praktisch das als Hobby angefangen. Und später bin ich auf Professor Pessel gestoßen. Das war ein Abteilungsleiter bei der Akademie, Institut für Informatik oder Informationsprozesse nannte sich das, der sich da immer dafür interessiert hatte. Und da kamen viele Dinge, gingen da los, die ich heute noch mache, also beziehungsweise viele, viele Jahre gemacht habe. Bis 88, die 2 Jahre, habe ich dann richtig vollamtlich Fraktale rechnen dürfen mit Bezahlung, weil ich gewechselt habe zu diesem Professor. Das war sozusagen, das gibt es hier nirgendwo auf der ganzen Welt, dass man dafür bezahlt wird für diese Dinge. Und dann war es aber zu Ende wegen der Wende. Da war alles zu Ende, die ganze Akademie hatte Schluss, also das wurde zwar weitergeführt, aber kamen vom Westen welche, die dann ihre Themen mitbrachten und wir sind rausgeflogen.
Ich hätte dann irgendwo bei Siemens weitermachen können. Ich habe mich aber gar nicht erst beworben. Ich wollte keine Anwendungsforschung machen. Habe dann den Beruf gewechselt und Ausbildung gemacht als Heilpraktikerin. Habe auch gleich 1992 mit der Praxis angefangen. Einen Heiler mit reingenommen aus Russland, der eigentlich Arzt war, aber keine Arbeit hatte in Deutschland. Und dann habe ich spannende Sachen mit ihm erlebt. Also der war hellsichtig und aurasichtig und konnte Telekinese und Telepathie. Wir haben da auch Veranstaltungen gemacht und das hat mich alles aus den Socken gehauen. Also das hat mir sozusagen den Boden der Physik weggezogen. So was muss man alles erstmal erleben. Und ja, dann fing das eigentlich an, dass ich mich auch mit diesen anderen Dingen beschäftigt habe. Ja, dann ging es los mit Jane Roberts. Jetzt bin ich bei dem Bild hier unten. Jane Roberts als Text geschrieben, ja. Die war der Anfang. Alles, was ich da so gelesen habe, habe ich da so aufgesogen. Da ging es also los mit der Mystik. Falls jemand jetzt nach Mystik fragt, wie ich dazu komme. Das war an dieser Stelle erst. Und natürlich der Heiler, der war auch entscheidend. Und dann ging es weiter mit anderen Büchern. Etwa Schauberger, Viktor Schauberger. Also Max Planck habe ich jetzt, wollte ich eigentlich noch was dazu sagen, aber das passt jetzt nicht mehr. Der Viktor Schauberger hat auch sehr viele Rätsel in seinen Büchern aufgeworfen und auch schon Erklärungen gebracht, die mit Wirbeln zu tun hatten. Also dann habe ich überlegt, man müsste doch mit diesen Wirbeln, diese Dinge, die man sonst nicht erklären kann, die die Physik völlig ausschließt, vielleicht kann man die dann irgendwie sich vorstellen oder sogar mit Physik beweisen oder erklären eben. Viele Leute wollen ja eine Erklärung haben für das, was man so hört in der Esoterik, was dann so wie Geschwurbel klingt. Das hat mir immer nicht gefallen, dass man das nur glauben muss und man kann es nicht sehen. Allerdings habe ich dann gemerkt, manche Leute können das sehen. Und übrigens, wenn ich bei dem Heiler war, in demselben Raum und er hat irgendwas an Menschen gemacht, dann konnte ich das auch sehen. Und da habe ich mir dann die Dinge versucht zu erklären, was macht er eigentlich? Und meine Erklärung war dann, dass er sein Biofeld anpasst an den anderen Menschen, in die Nähe bringt von der Frequenz her und dann gibt es da eine Schwebung zwischen beiden Feldern und eine Schwebung hat immer eine tiefere Energie, eine tiefere Frequenz. Und er hat dann das so eingestellt, dass er diese Schwebungsfrequenz ins optische Fenster bekommt. Also deswegen konnte ich es auch sehen. Und ich meine, man hätte es auch fotografieren können. Haben wir bloß nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Ja, machen wir mal den Screen rein. Mein Screen rein. Meander ein. Also ich war bei Perlenschnur.org, habe Suche Buch geschrieben, großes S, großes B. Und jetzt Meander. Und da kann man dann hier im Kapitel 1, auf Kapitel 1 klicken. Und da ist unten das schöne Bild, ja. Von Schauberger, das ist praktisch seine Zeichnung gewesen. Da habe ich bloß noch etwas ergänzt. Und der hat auch wunderbar, gibt es eine Erklärung in Büchern von ihm oder über ihn. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Und da fing das eigentlich alles an. Bei Felix Wirth wurde so eine Maschine, der hat so eine Maschine erfunden, die sich dreht und so wippt. Und sind gebogene Räder dran. Und da gibt es dann auch sozusagen eine Drehschwingung mit einer Wippschwimmung drin, also wo sich zwei Wirbel überlagern. Und da habe ich kapiert, dass die Wippschwimmung, die kleinere, wenn sie nach unten fällt, Gravitation tankt. Also in der Stelle, wo es nach unten geht, wird Gravitation eingespeist. Und das war bei der Wirth-Maschine auch so. Und hier passiert es, wo ich das Wort Linkskurve habe, da ist so ein Pfeil. An der Stelle in der Mitte des Flusses geht die große Kurve, die Spirale nach unten. Praktisch immer in der Mitte des Flusses geht die nach unten. Weil außen in der Steilkurve geht sie hoch und in der Mitte runter.
darüber reden wir dann das nächste Mal. Also an der Stelle habe ich es kapiert, gerade bei Schauberger. Und deswegen ist auch diese Zeichnung wichtig, weil es dann im Prinzip jeder kapieren kann. Das hier ist schon mal ein verschachtelter Wirbel. Und der geht einmal linksrum hier, wie das Wasser reinfließt, dann durch die Furt wird es kleiner und dann geht er rechtsrum in der nächsten Kurve, dreht er dann rechtsrum in der Linkskurve. Er muss immer an der Kante nach oben gehen. So, das ist aus 97 eine Veröffentlichung. Da habe ich den Friedrich Müller kennengelernt und seine Resonanzgleichung. Und das war dann nochmal so ein Turbo, der da vieles in Gang brachte. Da habe ich mit ihm ein Interview gemacht und davon, also wir haben es dann so als Interview praktisch abgeschrieben. Wir kannten uns da gerade ein paar Wochen. Er hat mich da besucht zu Hause in Kamenz und er kommt aus Koblenz. Er hat eine Resonanzgleichung gefunden, die mit der Compton-Welle zu tun hat. Und das geht wieder auf Planck zurück, ja, weil da in dieser Compton-Welle die Planck-Konstante drin ist, das Wirkungsquantum. Und davon hat er solche kleinen Aufkleber gemacht. Hier ist so einer gemalt. Ja, die haben innerlich 7 solche Schichten und hier sind sie mal nebeneinander gezeichnet. Die werden übereinander geklebt. Einmal resonant, einmal dissonant. Und an der Verbindungsstelle, wo sie zusammengeklebt, die werden an einer Stelle, gibt es dann noch ein Ding, was die Resonanz sozusagen stört, sonst schwingt sich das ein. Und damit konnte man Elemente verändern. Also unglaublich spannend, was ich da miterlebt habe. Ich schätze, da könnten wir auch mal eine Extrasendung machen, dass ich über die Experimente mal erzähle, die wir so gemacht hatten. Ich kann allerdings schon mal was zeigen hier. Aber das war sozusagen von 87. Hier sieht man noch einmal, diese Bestandteile, die jetzt hier auf dem Bild sind, die sind alle in so einem Octavi drin. Und den klebt man auf irgendwas drauf. Und je nachdem, wie man das berechnet hat, dass diese Größen werden jedes Mal anders gemacht, wenn es um andere Elemente geht. Man kann da Aluminium härter machen oder Eisen weicher, indem man da Aluminium drauf klebt oder Eisen auf Aluminium klebt. Oder was weiß ich, Kohlenstoff für Abgas. Also die haben das alles für Autos benutzt und die wurden dann ganz anders. Friedhof, kannst du mal herkommen? Er soll jetzt nicht lange reden, das soll ich bloß mal zeigen, wenn er schon hier ist. Ja, hier sah so sah er damals aus. So, sind wir noch hier drin? Kannst du es ja kurz mal groß machen, ne? So, das ist er heute. Und damals haben wir eben, war ich ganz platt, was es gibt. Dass man mit so einer kleinen Aluminium, mit so einem Aluminium-Dings gummiweicher machen kann oder, was weiß ich, Kohlensäure ins Wasser bringen und lauter sowas. Du sagst wieder gar nichts. Ich. Zum Octavi einfach. Wenn ich gefragt werde auf eine vernünftige Antwort, kein Problem. Ja, so, müssen wir Fragen stellen. Ist jetzt auch nicht wichtig, müssen wir vielleicht, das machen wir mal extra und bereiten das richtig vor, worüber er dann redet. Ich wollte es bloß mal zeigen, er ist hier und inspiriert mich heute noch, obwohl er zwischendurch viel sehr, sehr krank war und fast sein Kolon hatte. Aber das ist jetzt alles wieder gut, so gut wie. Deswegen wäre das gar nicht möglich gewesen, da vorher drüber zu reden, weil ich inzwischen ganz viel vergesse. Er kann sich mehr erinnern als ich an die Zeit damals und ich kann vieles gar nicht mehr erzählen, was wir damals gemacht haben. Auch die Experimente, da kann ich, ja, du könntest, genau, kannst wieder gehen, ne? Machen wir ein andermal. Hast dich okay. Mal gezeigt? Ja? Mach's gut, tschüss. Ich zeig mal noch was von den Experimenten, die wir gemacht haben in dem Jahr danach, seit wir zusammen sind. Wir haben uns ja 96 gerade erst kennengelernt gehabt und er hat ja da schon alles da in Gang für seine Erfindung oder die Entdeckung war ja eigentlich die Gleichung. Müssen wir alles später besprechen, das passt heute nicht, das wird sonst zu viel. So, jetzt muss ich mal schnell das andere Link reinmachen.
für unsere Messung. Ich weiß, dass die dann extra besprochen werden müssen, aber dass man ein bisschen einen Eindruck hat. Es ist veröffentlicht worden, 99, auch in der Raum und Zeit. Und das sind die Messungen hier oben. Und unten ist eine Simulation, um das anzupassen, um die Frequenzen rauszukriegen, was da los war. Wir haben da eine Kupferspule von 1 Kilo, das ist ja genau das jetzt erklären zu können, beklebt mit so einem Octavi, einem Kupfer-Octavi. Und dann haben wir festgestellt, wir haben das vorher geahnt, aber wir sind auf 8 Ohm Verbesserung gekommen innerhalb von ein paar Wochen und es blieb dann drin. Das konnte man auch, sonst kann man das nicht so leicht wieder rausmachen, wenn man den Octavi abmacht. Und da waren komische Effekte hier nochmal, wie er gebaut wurde, ja. Effekte, dass da in dem Raum Stehwellen drin waren. Hier, das waren unsere Kurven. Wir haben das aufgemalt an einem, eine Wienbrücke war das. An der Wienbrücke haben wir das gemessen und hier diese Differenzen. Es ging um eine ganz feine Widerstandsmessung. Und im Raum hatten wir Stehwellen. Wenn das Ding eingeschwungen war und man kam da ein paar Stunden später rein, dann stürzte diese Kurve ab. Also die, ohne dass das jetzt eine Temperaturveränderung an dem Gerät sein konnte, denn das Ding war in einem Schrank und zu und Styropor davor. Also wenn ein Mensch da reinkommt, der kann nicht so viel Widerstand ändern hinter der Schrankwand sozusagen. So viel Temperatur ändern. Alles Rätsel, mit denen ich dann zu kämpfen hatte, wie erkläre ich das? Ja, das ist eines dieser Beispiele. Wir haben dann auch für Wasser welche gebaut und an Pflanzen, an Kressekeime gelegt. Die konnten dann nicht mehr weiter wachsen, wenn sie bei manchen, die da so, die müssen ja irgendwie einen Winkel, hier sieht man die ganzen Winkel, wie die geklebt sind. Und wenn man die ohne den Winkel klebt, ganz steil, ganz senkrecht, ganz gerade, dann blieb die Zeit stehen. Das Ding starb nicht, aber es wuchs auch nicht weiter. Und wenn man sie normal gemacht hat, wie hier, aber für Wasser allerdings, dann sind sie schneller gewachsen als normal. So, das waren damals die Sachen. Jetzt gehe ich nochmal. Ingrid, jetzt könnte man nochmal wieder zurück zum Wimmelbild. Ja, dann haben wir Tor Konrad, Michael Vogt, Thomas Schmelzer. Ja, das sind also jetzt dann die Medien, die mich dann noch sehr beeinflusst haben, wo ich ganz viel gelernt habe. Zum Beispiel die Sachen über die Wade Hasselmann, habe ich mir dann alle Bücher geholt. Gleichzeitig auch die Bücher von Meil, Professor Konstantin Meil. Dort bin ich eigentlich erstmal dem Tesla begegnet. Ich habe nie Originale gehabt von Tesla oder Texte von Tesla. Mein Englisch ist auch so schlecht, dass ich die gab es ja alle nicht, gibt es heute noch nicht in Deutsch. Und auch die Meilbücher, die haben ja viel gebracht, muss ich schon sagen. Und in der Zeit dann habe ich auch angefangen, ein eigenes Forum zu eröffnen. Und deswegen sieht man neben dem Schauberger diese Fee. Ja, das war das Zauberspiegel-Forum. Das war jetzt die letzten Jahre ziemlich tot. Da hat es eine Störung gegeben und ich hatte nie die Zeit, mal das neu zu machen oder so zu machen, dass man drin weiterlesen kann. Heute habe ich mal ein anderes Link reingesetzt an die Stelle, wo ich das immer verlinkt hatte, dass man wenigstens auf die alten Foren kommen kann, als Archiv zur Verfügung gestellt. Das ist jetzt wieder eingestellt, kann man dann rumlesen. Aber da möchte ich auch allen danken, die mir da jahrelang geholfen haben. Von 2002 an ging das, glaube ich, los, dass ich das Forum hatte. Gibt es da erstmal jetzt Fragen, Ingrid? Hast du noch Fragen zu irgendwas, ehe ich jetzt weitergehe? Wir sind uns ja dann begegnet, ne? Das war ja dann 17. Wenn du jetzt ja, beim Jahr 2017, 18 bist und in der Zeit, da 2016, glaube ich, hatte ich dich das erste Mal kontaktiert. Und Anfang 2017 bin ich mit dir 14 Tage lang, jeden Tag stundenlang dein Buch durchgegangen. Um von dir erklärt zu
Das habe ich im Grunde habe ich das in 3 Monaten geschrieben, also sozusagen als Buch. Vorher waren das Texte aus dem Forum, die ich dann praktisch zusammengefasst habe. So ähnlich ist es jetzt wieder. Ich habe bei WordPress, das haben wir ja auch öfters schon das Link gezeigt, neuere Texte, aber ich kann mich da noch nicht entschließen, ein Buch draus zu machen, weil es andauernd Veränderungen gibt, wo ich dann mir unsicher bin, ob das jetzt sich lohnt, schon mal, bevor ich es nochmal ändern muss. Diese Thematik hier mit den Theosophen, unten die Annie Besant und rechts der Liedbieter, Charles Webster Liedbieter, ist mir sozusagen, was war 2004 begegnet. Aber ich muss sagen, nee, 5 erst. 2004, da muss ich jetzt nochmal ein anderes Link reinmachen. Das ist vielleicht wichtig. Das könnte sich lohnen. Das war eine Veröffentlichung zum Thema, da geht es hier wieder um Friedhofs Gleichung, die steht schon mal wieder da. Ne? Ab 98 ist die immer dabei. Also ich habe jetzt versucht, die ganze Wirbelphysik mit dieser Gleichung zu verbinden und bin dann auf Dinge gestoßen. Lauter Biogrößen konnte ich damit berechnen. Blutkörperchen zum Beispiel. Die Bienenwabe, die ist zum Beispiel wasserstoffresonant, der Durchmesser. Und Bienen, die man also umtüchtet, dass sie größer oder kleiner werden, die sind alle sehr ungesund und sterben dann aus, weil die müssen diese Größe haben. Ja, die haben wirklich Naturkonstanten, in denen sie da leben. Und dann habe ich festgestellt, das haben wir ja auch, unsere Organe. Ich habe dann Volumen und Größen von Organen. Also alles, was ich finden konnte, was ich messen konnte, es waren immer Kohlenstoffresonanzen oder Wasserstoffresonanzen. Hier mal schöne Beispiele an Früchten. Ja, hier eine Galliamelone, kann sein. Oder hier andere Früchte. Wenn man da die Kerne anguckt, kann sich jeder die Veröffentlichung selber runterladen oder kaufen. Gibt es für 3 Euro bei Raum und Zeit. Das war ja das Heft 130 von 2004. Oder den Artikel da drin, ja. Wirbel, mal gucken. Der Spiralrhythmus der Natur. Da steht genau drin, wie es berechnet wird. Das muss man jetzt nicht alles nochmal besprechen. Oder warum die sich immer halbiert zeigen, wenn da neue Teile wachsen. Oder warum überhaupt, wenn es sich teilt, verdoppelt sich es immer. Auch bei den Tomaten. Das erste Mal habe ich mir die Tomaten richtig angeguckt. Wenn sie klein sind, haben sie 2 Fächer. Wenn sie groß sind, haben sie 4 und dann 8. Also die wachsen mit der Größe, das ist nicht genetisch bedingt, wie groß sie sind. Und wenn man sie eher erntet, dann fehlen eben die Fächer, dann sind es weniger. Aber immer durch 2 geteilt. Und diese Volumen, das sind Naturkonstanten. Und sogar bei Eiern, ich habe da ganz viel ausgewertet, wenn man die Eigelbe ausmisst, kommt man auch auf diese Resonanzen. Man muss ein bisschen Mittelwerte nehmen, ein bisschen schwankt ja von den Hühnern. Aber es ist unglaublich. Es gibt also Zwischenwerte kaum, wenn das Ei sehr groß ist. Da sind dann 2 Dotter drin. So ist das eben. So, und hier habe ich nochmal eine Tabelle. Da habe ich hier Gitterkonstanten, die gemessenen Gitterkonstanten aus den Büchern. Und wie ich sie berechnet habe mit Friedhofs Gleichung. Ja. Da habe ich das Natrium einfach genommen, die Kernladungszahl Z. Da muss man also rechnen, Kernladungszahl Z mal Compton-Wellenlänge und dann verdoppeln. Und das nennt sich 2 hoch N. Und zum Beispiel N gleich 4 heißt 4 mal verdoppeln. 2, 2, 2, 2. Ne? 2 mal 2 mal 2 mal 2. Und siehe da, 428 findet man in den Tabellen und hier wurde gerechnet, Ergebnis 427 Pikometer. Hier waren 428. Hier stimmt es noch genauer. 543 bei Silizium und 543,4. Und das, was also Friedhof in seinen Geräten macht,
kommt hier ungefähr die 30 hin, ja. Um jetzt in größere Dimensionen zu kommen, die wir anfassen können, Zentimeterbereich, da muss man hier 30 rechnen. Also 28, 30 oder noch größer dann. Das waren für mich alles Beweise, dass diese Formel stimmt. Über diese Dinge hier hat man schon oft gesprochen, aber das ist alles damals schon veröffentlicht worden. Hier hat mir jemand geholfen, schön Apfel zu malen, um da die Resonanz zu zeigen. Ja, wie der Wirbel da drin steht, das ist jetzt nur eine Linie und die geht von allen Seiten aus rundherum. Ja? Und in der Mitte des Zentrums ist der Kern und dort spiegelt sich dann eigentlich der ganze Baum rein. Es reflektiert an den Grenzen und deswegen haben wir dann auch bei dem Apfel diese Resonanzlänge hier, Kohlenstoffresonanz, kann man immer finden. Und dann spiegelt sich, die DNA liegt genau da, wo in dem Apfel das Zentrum ist, wie beim Parabolspiegel, die Stelle, wo es rein und raus geht. Zentrum, Fokus. Und so gesehen kann der Baum, wenn er sich verändert, direkt seine DNA ändern. Aber das ist jetzt schon wieder zu fachlich für heute. Das stimmt nicht mehr. Also das ist von damals. Das bin ich heute weiter. Das halte ich für falsch. Da geht es um Sauerstoff oder was wollte ich hier beschreiben? Stärke und halbe. Na gut. Also ich habe Bilder über Sauerstoff, die sehen inzwischen anders aus. Wie gesagt, das war 2004, da habe ich die okkulte Chemie vielleicht gerade gesehen, aber noch lange nicht verstanden und konnte sie noch nicht einsetzen. Das hat sich dann später erst ergeben. Okkulte Chemie verarbeitet, hier habe ich sie nochmal ein bisschen erklärt. Und kam jetzt hier noch was Entscheidendes. Ja, das will ich zeigen hier. Das ist also über 150 Jahre alt. Freiherr von Reichenbach hat Experimente gemacht. Der war auch reich und hat sich Leute geholt, die auch rassichtig sind oder sehr feinfühlig. Hat die in einen dunklen Raum gesteckt und die mussten dort 2 Stunden warten, bis sie adaptiert sind. Hat ihnen einen riesigen Magneten hingestellt. Und da auf diesen Magneten, wenn man hier oben drauf guckt, hat er 4 Polschuhe aus Metall draufgesetzt, hier an die Ecken, sozusagen Spitzen, solche Hütchen draufgesetzt. Ich weiß nicht, seht ihr meine Maus? Hallo? Ingrid? Ja, die Maus sehen, Gabi. Okay, gut, diese 4 Hütchen. Und da haben sich dann die Magnetwellen verstärkt. Die wurden dann wie Flammen. Ja? Und da hat er festgestellt, dass auf der einen Seite sind die beiden blau und auf der anderen sind die rot. Und wenn er den Magnet dreht, bleibt das so. Also es kommt nicht aus dem Magneten raus, die Farbe, sondern es ist eine Überlagerung mit einer Himmelsrichtung. Und da kann man das nur so interpretieren, oben, also wenn der Ätherwind von rechts kommt, also die Ausrichtung Nord-Süd, die hat er festgestellt, ist entscheidend für diese Farben. Da wird es addiert und dann wird er dann schneller. Und damit wird es blau. Und auf der Gegenseite, wenn der Magnet also rechts rumdreht, und das tut er auch, das kann man dann sehen als Hellsichtiger, wird es weniger und dort wird es rot. Und für meine Begriffe hat er damit den Äther bewiesen. Und das ist eine entscheidende Sache, dass der Hintergrund unserer Welt kein leeres Vakuum ist, sondern doch dieser Äther, den man schon vor 100 Jahren postuliert hatte und wo es angeblich keine Beweise gibt. Das halte ich für eine wunderbare Bestätigung, weil er hat es nicht nur mit einem Experiment gemacht, sondern hat immer wieder neue Leute geholt und diese um die 20 Mal wiederholt, diese Experimente. Und die haben immer das Gleiche gesehen, obwohl die sich nicht kannten. Er hat auch noch viele andere Experimente gemacht, dass man Licht durch metallische Kabel schicken kann. Das ist eine andere Art von Licht, aber er hat auch andere Arten von Ladungen beobachten lassen. Das sind dann wie Flammen. Ich kann das inzwischen alles erklären, aber damals
konnte es man nur feststellen als Fakt, als Effekt, als Phänomen, unerklärbar. Man muss es nur ernst nehmen. Und die ganze Physik hat es immer ignoriert, weil man es eben nicht messtechnisch, weil man da den Menschen dafür braucht. Und das ist eben der Haken, diese Wiederholbarkeitswahn in der Physik. Ja, das ist das, was ich hier immer kritisiere. Man muss auch Dinge ernst nehmen, die mit den Menschen verbunden sind. Hier konnte man es sogar wiederholen und es wurde trotzdem nicht ernst genommen. Damals gab es 3 Artikel, Raum und Zeit 146, 47 und 48. Ich nehme an, hier ist der Kursel drin, in der 48. Hier. Das ist auch so ein Hellsichtiger gewesen, der hat solche Ketten gemacht, Metallketten, und die zu so einer Spirale gelegt und gesehen, dass da irgendeine Strahlung rauskommt, eine Ladungsstrahlung, und hat das therapeutisch eingesetzt. Und andere haben das dann ähnlich gemacht. Hier noch was zu dem Lakowski. Oder hier zum Beispiel die Schlaufenspirale im Buch von Walter Hege wird die gezeigt. Alles so historische Funde, dass man irgendwelchen Leichen sowas mit ins Grab gegeben hat. Hier werden einfach Wellen eingefangen und aufgelöst. Die werden gegen sich selbst gehetzt sozusagen. Löschung, das sind Geräte zum Löschen von Wellen. Auch sowas hier, diese in Sartre, solche Bodenmuster, die sind alle, das sind alles Energiegeräte, die was löschen. Die kann man auf einen großen Strahl legen, der stört, oder der, man hatte die Kirchen oft gebaut, um was dicht zu machen, wo eine große Strahlung rauskam. Ja, hier wird nichts aufgebaut, hier wird nur was gelöscht. Ist ja natürlich manchmal ganz gut, wenn die Strahlung negativ ist. Und Lakowski-Spule ist auch so was Ähnliches, wird von vielen benutzt. Hier ist an dem Tag, also in dieser Veröffentlichung, auch das Jagdgerät drin. Da gibt es auch eine Geschichte extra. Ich habe den Herrn Jagd dann besuchen dürfen. Erst hat ihn keiner gefunden, weil er sich versteckt. Und weil ich für ihn von seinem Patent was veröffentliche und auch viel geschrieben habe im Forum, hat er mich selber gefunden, indem er mal seinen Namen eingetippt hat im Internet. Und dadurch haben wir uns dann sozusagen mal verständigt und ich habe ihn besucht in Südfrankreich. Ganz gruselige Sachen, die ich da erlebt habe. Und seitdem bin ich eben sehr skeptisch, was freie Energie betrifft. Die Dinger gehen. Ich kann es gerade so erklären, warum sie gehen, aber sie haben Nebenwirkungen. Sie haben zum Teil sehr schlimme Nebenwirkungen. Sie öffnen Raum, Zeit, Risse. Also hier zum Beispiel wird hier ein Wirbel erzeugt, wenn man mal kurz eine Batterie anmacht und diese Spule, das ist sozusagen eine Tulpenform, macht eine Spule rein, ganz bestimmtes Wicklungsverfahren, und setzt da einen Magneten dagegen, Südpol auf Südpol, und da wird hier Materie abgebaut. Wahrscheinlich Draht zerlegt, Kupferdraht wird hier zerlegt. Und die Ladungen kommen hier raus und werden dann durch diese Spulen, die um den Magneten liegen, wieder eingefangen. Und dann kann man die abführen und hat Strom. Hat eine Stromquelle, die vermutlich mal 100 Jahre läuft. Und man müsste sich ja freuen. Aber hier oben kommt eine extreme Strahlung raus. Da kann man sehr krank werden. Das ist den Mitarbeitern mit ihm passiert. Und wie gesagt, diese Raumzeitrisse. Er hatte Gespenster in seinem Haus. Er hat es später verkauft. Es ist nicht mehr wegzukriegen gewesen, diese Risse. Seine Frau hat die auch gesehen und das haben sie ein paar Mal gemacht an mehreren Orten. Er hat auch noch andere Geräte gebaut. Also sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich kann sehr viel warnen. Ich habe auch andere Sachen. Die Geräte von Friedhoff zum Beispiel empfehle ich nicht nachzubauen. Sie haben scharfe Kanten. Wenn, dann muss man unscharfe Kanten machen, dass die eben so eine Art Subschwingung kriegen. Der Körper, der Biokörper kann das nicht gebrauchen, so scharfe Frequenzen. Man muss da so ein Wobbeln reinbringen. Das ist das, was der Andreas Körber macht mit seinen Tontherapien. Das Wobbeln ist dann erst einmal der Effekt, der uns hilft. Aber oft wird es eben bei den Geräten falsch gemacht.
ist heute zu viel, im Einzelnen auf das alles einzugehen. So. Hier ist noch was abgebildet, ja, Resonanzgeräte von Leuten, die auch aussichtig sind, die sehen, dass diese Resonanzdinger was können. Ich zeige hier mal eins. Ich habe hier eins. Das hat mir jemand zugeschickt. Genau dasselbe ist das, ja. Resonanzlänge, ja, Wasserstoff, Wasserstoffresonanz. Und die Kugel geben es ab. Die Resonanz wird hier eingefangen und die Kugeln geben es ab. Und die ganzen Geräte hier, die da in dem Bild waren, machen das Gleiche. Man kann da richtig Wetter beeinflussen. Es gibt da verrückte Sachen. Ton Waller hat da mitgemacht mit dem, wie hieß der Typ. Aber das habe ich alles in dem Artikel geschrieben, wie der hieß. So, das sind jetzt alles ein paar Beispiele. Was habe ich jetzt vergessen? Du hast uns jetzt wunderbar quasi deinen Werdegang vom Studium über die verschiedenen Etappen, wie du da zu deinen Erkenntnissen gekommen bist, schon ein bisschen nahegebracht. Aber der Titel des heutigen Abends oder der Reihe, die wir hier vorhaben zu senden, Mystik heiratet Physik, ein bisschen die Brücke zur Mystik, solltest du vielleicht Schluss jetzt noch schlagen. Naja, ich habe ja deswegen Thomas Schmelzer hier stehen, ja, von Mystica, die Serie. Ja, da haben wir eben dann Beispiele bekommen mit der Wada Hasselmann, dass dort auch die Sieben so eine Rolle spielt. Und was weiß ich, was wir da für Beispiele hatten. Ich habe ja neulich sogar hier von der Penny McLean gesprochen, die habe ich auch dort kennengelernt. Und der Joe Conrad zum Beispiel, bei dem habe ich die Christa das erste Mal gesehen. Und gerade zu der Zeit danach haben wir sie auch getroffen. Christa hat dann angefangen, Seminare zu machen, also irgendwelche Vorlesungen zu machen zu ihrem ersten, zweiten Buch. Und das ist dann mit den Medien alles passiert. Hätte ich das nicht gehabt, kein Internet, wäre das alles nicht in Gang gekommen. Ja. Und mir ging es ja immer schon darum, durch den Heiler, wie erkläre ich das? Wie kann es sein, dass ich zum Beispiel in einer Übung mit ihm, wir waren so eine Gruppe und sollten eine Meditation machen, wo wir die Augen schließen und unsere sieben Hauptchakren aufflammen lassen mit einer bestimmten Farbe, so die Reihenfolge nach, von unten nach oben. Und er hat das gesehen, was ich mir ausgedacht habe. Also ich habe das untere rote Chakra nicht sehen können und bin weitergegangen und habe mir gesagt, dann fange ich später nochmal an. Und dann hat er mich unterbrochen und gesagt, warum hast du das Rote weggelassen? Ja, also er hat es richtig sehen können. Und da kam dann später mit dem Wirbelweltbild, das war ja alles ganz früh, das war vor 30 Jahren, mit dem Wirbelweltbild kann ich jetzt erklären, wenn die Chakren Wirbel sind. Jetzt nur als Beispiel. Oder der ganze Körperwirbel. Und warum das überhaupt so nacheinander aufgebaut ist, vom Uratom aus, da müsste ich jetzt zu den Uratom-Themen noch kommen. Schaffen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Wie würdest du jetzt, Ingrid, warum ist das eigentlich jetzt? Für mich ist das völlig klar. Hier oben sind im Bild zum Beispiel noch andere Sachen. Hier dieser neben der Fee ist doch so ein komischer Kern von der Plattpfirsich. Da habe ich auch Hypothesen gemacht, die unten neben meinem Bild stehen, dass sich zwei Wirbel hier aufeinander gepappt haben. Ein flacher Torus und ein hochstehender Torus. Da bin ich dann sozusagen zu Organstrukturen gekommen, mit so einer Kombination, dass wir, die Chakren stehen ja senkrecht. Das Kronenchakra und das Wurzelchakra stehen senkrecht, also die haben eine senkrechte Achse, die sind miteinander verbunden, die gehören sogar zusammen. Und alle anderen Chakren stehen senkrecht darauf. Und genau diese Verbindung macht dann den Effekt, warum sich die... Ich habe auch noch gar nicht zu den Fraktalen gesagt. Das war auch eine Stelle, die damals anfing, bei der Akademie, da habe ich auch
mit Sachen gespielt. Zum Beispiel hatte ich da die Intuition, mit der Z hoch Z-Gleichung zu spielen und Fraktale zu rechnen. Und habe das sozusagen eine Verwandtschaft vom goldenen Schnitt ausgenutzt und bin auf etwas gekommen, was nach einem Schädel aussieht. Das habe ich aber jetzt hier nicht eingeblendet, den Schädel. Aber das Bild, was man hier sieht, ist da eine Kernstruktur um die Null herum. Hat mir mal jemand gesagt, das ist die kosmische Birne. Also das ist schon bekannt. Das haben irgendwelche Leute, die sehr spirituell sind, schon gesehen. Und ich habe es gerechnet. Und es ähnelt auch etwas an unser Gehirn, an den Aufbau. Wer weiß, was das für Wesen sind, die genau diesen Kopf haben. Und da geht natürlich dann wieder weiter. Warum geht das mit unseren komplexen Zahlen? Die sind ja ganz technisch hergestellt, aus technischen Anfängen her. Ja, die sind noch nicht ganz passend. Die müsste man für Bio-Anwendungen, wenn man da was rechnen will. Ich denke schon, man kann das rechnen. Aber die müssen viel besser noch angepasst werden. Das würde alles gehen. Wir haben ja schon über Fraktale gesprochen, ausführlich. Darunter steht ein Pilz. Das ist auch Thema Torcado. Kommt in dem späteren Teil, dass ich über den Torcado direkt spreche. Torcado ist also ein Wirbel und Pilze sind am besten zu sehen. Da ist der Wirbel am allerbesten zu sehen. Bei einer Qualle auch. Na, dass die Form mit dem Hut oben und dem Stiel unten, genauso bei dir oben, neben dir, dieser Wendekreisel, ist auch nochmal ein Kapitel für sich. Da haben sich zum Beispiel Pauli und Schrödinger, glaube ich, in ihrer Freizeit, da gibt es ein Foto davon, wie die sich den angucken, diesen Wendekreisel, wie der springt, und sich das nicht erklären konnten. Und im Grunde, so richtig erklärt, geht es bis heute nicht. Es gibt da so eine Erklärung, die im Netz rumspringt, aber die würde zum Beispiel nicht erklären, warum der Wendekreisel, den ich hier drin habe, der ist von einem Patent von vor 150 Jahren, warum der nicht mehr springt. Damals ist er gesprungen. Und heutzutage ist es so, jedes Jahr muss der Hersteller seines Wendekreisels, die man heute kaufen kann, die Höhlung innen drin vergrößern. Ich habe mit ihm gesprochen. Also der wundert sich immer, dass er im letzten Jahr wohl doch was falsch gemacht hat, weil es dann nicht mehr geht. Muss es hohler machen und dann geht's wieder. Ich erkläre mir das mit einer Abnahme des Heter-Hintergrundes, weil ich diesen Kreisel mit der Heter-Theorie, mit einem Hintergrundmedium erklären kann, das durch die Drehung aufgeladen wird. Und dass den Kopf dann sozusagen negativ auflädt und das stößt sich ab von der negativen Erde. Das ist ein Beweis für Heter. Es ist sogar ein Sensor. Man kann damit dann Heterdichte messen, wenn man das mal professionell macht. Allerdings ist das eine dynamische Messung. Das geht jetzt nicht mal einfach so mit dem Finger. Da braucht man dann schon mal ein Gerät, was das immer wieder gleich abschiebt. Aber Jahr für Jahr kommen da Werte. Vielleicht, glaube ich, erklärst du uns ganz kurz noch für unsere Zuseher, die unsere bisherigen Videos nicht gesehen haben, dass du den Begriff Häter anstelle des Begriffs Äthers verwendest. Ja, Äther ist uralt, selbst in den Veden, das weißt du ja auch sehr gut, hat man immer angenommen, dass es das Nichts sozusagen, wo wir, was hinter der Luft ist, die Luft kann man ja durch Wind noch miterkennen, obwohl man sie nicht sieht normalerweise, dass da ein Medium sein muss. Und da wurde viel diskutiert, wie sieht das aus, was hat es für Eigenschaften. Ja, und da hat die Physik sich da Eigenschaften ausgedacht, die sich sehr widersprechen und wo man gezweifelt hat, was ist das, gibt es das und so weiter. Und um 1900 rum ist dann eine Messung konzipiert worden und da hat es angeblich ein Negativergebnis gegeben und damit war bewiesen angeblich, dass es den Äther nicht gibt. Und Einstein hat es eigentlich angeschoben und er hat aber 1920, 10 Jahre später,
das widerrufen und meinte, das mit der Messung müssen wir anders sehen. Es sind ja inzwischen auch Messungen gewesen, die ihn eigentlich bestätigt haben. Die haben ein Drittel der erwarteten Zahl bekommen, dass man sagen muss, das ist ein bewegtes Medium und es steht nicht einfach so, wo die Erde durchdreht und dann die volle Geschwindigkeit, 30 Kilometer pro Sekunde hat die Erde auf der Oberfläche und sie wollten diese 30 Kilometer pro Sekunde messen. Sie haben aber nur 10 gemessen mit einem bewegten Äther, der sich Stück für Stück angleicht an diesen Hintergrund, lässt sich das aber gut erklären. Gibt es genug Leute, die das machen. Und du sprichst den Michelson-Morley-Versuch an, ne? Ja, Morley hat offiziell gesagt, nein, wir haben ein Nullergebnis. Und Michelson Miller oder Morley Miller, irgendwas mit dem Miller zusammen, haben sie diese 10 gefunden. Und seitdem ist es eigentlich, müsste es wieder aufs Tablett kommen. Und Einstein hat 1920 versucht, den Äther zurückzuholen. Er hat gesagt, wir brauchen ihn, die Physik geht nicht ohne Äther. So. Aber dann hat ihn niemand mehr gehört. Weil alle waren ihm sozusagen blind gefolgt und das war ihm dann peinlich. Wahrscheinlich hat es nicht geschafft, es wieder reinzuholen. Es gibt einen Vortrag, wo man das nachlesen kann, von 1920. So, und ich habe aber festgestellt, was diese Theosophen schreiben, dieses Weltbild, diese Weltenwürfel, den sie da beschreiben, in welchen Dimensionen, welche Welten anfangen, wie groß und so weiter, dass es verschiedene Arten von Äther gibt. Nicht nur 2, 3, 4, sondern noch mehr. 7 mal 7, die wir schon erreichen. Also schon 49 unterscheidbare Sorten, die wir messen könnten, wenn wir die Geräte hätten. Können wir aber nicht, weil das sind ja zum Teil feinstoffliche, wo keine Materie hinkommt und messen kann, aber unser Bewusstsein kann hinkommen. Und diese Methoden, die hatten die beiden, die hier unten abgebildet sind, eingesetzt mit ihren Aurakörpern, weil wir alle 7 Körper besitzen, haben die sich die Mikrowelt angeguckt. Und das war dann erstmal der richtige Turbo, als ich diese Bücher gefunden habe und oder das Buch, es gibt dann noch andere, die dann darauf aufbauen, dass man dann fragt, gut, wenn das im Kleinen so aussieht, da gibt es ein ganz bestimmtes Anfangsatom. Aber dieses Anfangsatom bestimmt sozusagen eine Grundgröße. Und davon gibt es dann wieder potenziert die gleichen in kleineren Größen, in noch kleineren. Also Äther heißt Äther in vielen Hierarchien. Das ist wie wenn man Kies hat, ja. Groben Sand, richtige Brocken, dann kleinere Brocken, noch kleinere und ja, je dichter die Abfolge ist zwischen den Größen, desto dichter kann man was bauen, desto fester wird zum Beispiel ein Beton. Am festesten auch mit sehr feinem Sand, aber der kann dann auch wieder brechen, also man muss das schön mischen und genau so ist die Welt aufgebaut. Und ich postuliere, es besteht alles aus Wirbeln, weil das habe ich aber dann erst so richtig erkannt oder besser gesagt, ich kann es besser begründen, seit ich diese Sachen aus okkulte Chemie gelesen habe. Okkulte Chemie heißt unsichtbare Chemie. Muss ich aber jetzt nicht anfangen. Wäre zwar wichtig, um es zu verstehen, aber würde jetzt wieder den Zeitraum sprengen. Das wäre vielleicht das Erste, worüber man jetzt noch dann fortsetzen muss, weil es immer wieder darauf aufbaut, was dort zu sehen ist und wie es zu interpretieren ist. Wir haben ja oft schon darüber gesprochen in unseren Veranstaltungen. Und ja, in unseren Veranstaltungen haben wir das häufig aus allen möglichen Winkeln beleuchtet. Du hast jetzt uns heute da einen wunderbaren Überblick über deinen Werdegang, über die Etappen deiner Erkenntnisse, deiner Begegnungen und so weiter gegeben. Ich habe noch was vergessen, sehe ich gerade. Die Christa steht in der Mitte. Ja.
Also ich habe auch vieles aus ihren Büchern gezogen. Da wird auch über Wissenschaft geredet, über den Aufbau der Sonne dort und so. Und sie hat mir Tipps gegeben, wie das Biofeld am Menschen aufgebaut ist. Ich wusste ja, es dreht. Männlich-weiblich wird ja schon bei den Theosophen so benannt, wie die Uratome. Und genauso sieht es bei uns aus, dass die Männer eine Rechtsdrehung haben, die Frauen eine Linksdrehung. Und ich habe immer gedacht, das dreht immer von oben nach unten und es ist aber anders bei der Frau. Und diese Genauigkeiten, die habe ich dann wieder von der Christa bekommen. Also als Inspiration. Also es passt jetzt alles viel besser, seit ich diese Sachen mit der Christa besprochen habe. Deswegen steht sie da praktisch über den beiden Manneken. Die Anordnung ist hier drin in dem Bild irgendwie auch absichtlich so, dass wir alle miteinander verbunden sind und jeder nach oben verbunden. Sogar Max Planck war da angebunden. Jeder ist es, aber manche haben sich ja abgekappt. Die haben dann keine inspirative Eingebung. Die müssen das alles logisch und per Rechnung beweisen. Wer angebunden ist, der weiß einfach, was stimmt und was nicht stimmt. Das wollte ich damit abbilden. Ja, genau. Hast du den Einstein ganz unten hingeschrieben? Oder der hat ja auch, glaube ich, eine gute Anbindung gehabt. Also er hat, soll er gesagt haben, Gott würfelt nicht. Also ja, das hat er dann später zur Quantenphysik gesagt. Ansonsten hat er nicht so viel Neues gemacht. Er hat ja vieles übernommen von anderen und hat dafür dann die Preise bekommen, der äußere lichtelektrische Effekt. Und dann hat er eigentlich eine Katastrophe gesetzt in unserem Verständnis der Welt. Nicht nur wegen dem Äther. Er hat auch das Planck-Gesetz falsch interpretiert. Wir reden immer von den Energiepaketen, dass dieses Wirkungsquantum ein Energiepaket sein soll. Also Planck hat gesagt, ich habe hier was gefunden, das hat er übrigens aus der Thermodynamik gefunden. Er hat da diese Hohlraumstrahlung untersucht. Und um da was zu vereinfachen, kam jedenfalls diese Konstante raus. Hat sich schon fast zu 4% genau getroffen damals an der ersten Rechnung. Und hat immer gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Es muss die Einheit Watt mal Sekunde haben. Also in heutiger Rechnung, ich weiß nicht, ob man Erg hat man damals genommen. Es ist mir unklar, wie man das sich vorstellen soll, was das eigentlich ist. Aber wenn man das mit der Frequenz multipliziert, dann ist es bloß eine Wattsekunde und dann ist es Energie. Und Einstein hat einfach diese Multiplikation H mal F als Paket gesehen und hat immer nur von Energiepaket gesprochen. Und seitdem wird H als Energiepaket interpretiert und das ist völlig falsch. Also man muss schon genau hingucken, was man sagt. Und dass dann Licht auch Energiepakete sind, ja, viel in einen Topf geworfen. Und da hat der Planck also eigentlich den Einstein kritisiert. Aber er wurde da auch nicht mehr gehört. Einstein war sehr berühmt. Er hat auch eine sehr große Aura, das hat auch viel ausgemacht. Sonst hätten ihm die Haare nicht so abgestanden. Habt ihr auch so meine Hypothesen? Also das ist jetzt eine Sache gewesen, dass man da den Energiebegriff höher stellt als den Wirkungsbegriff. Das halte ich für einen Fehler. Die Wirkung ist das Ganze. Jeder Apfel ist eine Wesenheit. Es ist ein riesiges, vergrößertes Wirkungsquantum. Und dass es da Schritte gibt zwischen dem Wirkungsquantum von Planck und unserem Herz und unserem Planeten, dass das gleiche Schritte sind, also zwischen Uratom und Herz ist noch eins dazwischen, das ist die Größe der Radius der DNA. Diese Schritte, an denen rechne ich rum. Da habe ich also eine Angabe in meinem Buch und da habe ich schon dran geschrieben gehabt, bin mir nicht sicher, und habe dann noch eine Änderung gemacht in der Veröffentlichung 2017. Und jetzt vor kurzem habe ich nochmal eine neue Rechnung vorgelegt. Bei WordPress kann man das sehen, letzten Text. Es ist wahrscheinlich viel mehr. Die Schritte sind größer. Die sind nicht 2 hoch 13, die sind 4 hoch 13.
Aber wie ich auf die Schritte komme, habe ich diesmal richtig vorgerechnet. Hat mit Friedhoffs Gleichung zu tun, mit Compton-Wellenlängen. Und es ist aber unglaublich, dass da gleiche Zweierpotenzen sind zwischen diesen Schritten, zwischen unserem Kopf und der Kopfgröße zum Beispiel und der Planetengröße. Das sind genau 2 hoch 26. Also 4 hoch 13 ist das Gleiche. Und in diesen Schritt kann man wieder runtergehen und kommt an alle Sachen, die interessant sind. Und dann nehme ich natürlich an, man kann dann vom Uraturm der physischen Welt genauso einen Schritt machen zum Uraturm der astralen Welt, dann zur mentalen Welt und dann zur Intuitionswelt und so weiter. Dann zur Monade. So, das ist mal so ein Punkt, den ich nochmal dazu mal sagen, um das mal so rund zu machen, was hier ganz wichtig ist. Die Wirbel muss man immer als Kern betrachten, das ist die Materie, die man sieht, und die Hülle. In der Biologie ist das dann die Aura und zwischen beiden ist eine Inversion des Radius. Also je kleiner es ist, desto größer ist dann auch die Hülle. Ich wollte damit nochmal klar machen, es ist alles im Fluss. Ich weiß in vielen Fällen nicht 100%, was stimmt. Es gibt immer die Indizien, warum was stimmt und warum was anderes wieder vielleicht auch stimmt, aber dann stimmt, es sind immer zwei Sachen, die man, wo man richten muss. Was ist das Wichtige? Wo habe ich mich eigentlich vielleicht doch geirrt? Wir haben Resonanzgrößen für bestimmte Dinge. Das ist bei dieser 2 hoch 13. Das passt jetzt wieder nicht mehr so leicht mit der 4 hoch 13. Da müsste ich welche weglassen. Dann haben wir auch die Resonanzgesetze von Hartmut Müller, der macht das Gleiche mit E hoch X, also E hoch 9 und E hoch 27 und so. Die trifft sich auch gerade mit der 2 hoch 13, die E hoch 9. Mit der 4 hoch 13 wären es das Doppelte, ne? Dann wären es E hoch 18 als Treffer. Also Hartmut Müller, sprichst du Global Scaling an? Scaling, ja. Logarithmischen Reihen, die er da gefunden hat, wo er eine für die Materie-Resonanz und eine quasi für die geistige Resonanz aufgestellt hat. Ne? Ja, also das sind alles so mathematische Zusammenhänge, die für mich ein Beweis sind. Da kreuzen sich kosmische Skalen und in diesen Kreuzungspunkten existiert die Materie. Also wir als Körper sind auch so eins. Und wenn ich jetzt hier sage, wir, dann sage ich Mensch, es gibt natürlich auch Elefanten und Pferde mit größeren Köpfen, aber die haben nicht die Erdresonanz. Die haben nicht diese geistige Verbindung zur ganzen Erde. Die haben untereinander ihre Resonanz. Ja, diese Gruppenseele jedes Mal. Aber wir als Menschen mit unserer Kopfgröße haben zur ganzen Erde Resonanz. Wir legen sie der ganzen Erde ab und sind miteinander verbunden. Und meine Hypothese ist, dass auf jedem Planeten eine Wesenheit ähnliche Fähigkeiten haben kann, die im gleichen Verhältnis zu ihrer Planetengröße aufgebaut ist. Also wir wachsen deswegen so. Das ist kein Zufall. Das ist überhaupt alles kein Zufall. Und was Wesentliches, was vielleicht doch noch gesagt werden muss, im Vergleich zu anderen, die vielleicht auch Wirbel und zum Beispiel dem Film Drive, wo man da auch über Torusformen spricht, wie die ineinander verschachtelt sind, da hat man die ganze Sache symmetrisch gemacht und man hat nicht beachtet, wie sie untereinander verkoppelt sind. Und in meinen Hypothesen wird es biologisch gemacht, dass dann also ein Wirbel den anderen ernähren muss und kann. Das ist was Wichtiges, dass die Wirbel asymmetrisch sind und dass sie sich gegenseitig ernähren. Und dann kann man ganz viel erklären. Also es geht hier um eine lebendige Welt. Und das ist auch der Haken eben bei den technischen Geräten, wenn man was nachbaut. Man erzeugt wirklich lebendige Wesen, wenn es gut ist. Aber was stellt man damit noch an? Wem raubt man dann die Energie? In welche Frequenzen kommt man rein? Wer lebt dort eigentlich? Und wem nimmt man da was weg? Das wollte man wissen. Das ist nichts Todes, wo wir da Energie rausziehen.
Nie. Und die Natur macht das auch. Die zieht da was raus, aber nur in den Mengen, wofür es gedacht ist. Und da kann man nicht einfach alles hochskalieren in große Dimensionen und Megawatt, wo vielleicht Milliwatt erlaubt sind. Und das ist auch so mein Credo. Wir müssen das in die Welt bringen, damit man besser aufpasst, wenn Technik eingesetzt wird. Auch jetzt, wenn es losgeht mit freier Energie, kann man nicht bloß wild drauf los bauen. Hauptsache, die Energie wird ausgespuckt. Da landen wir in der nächsten Katastrophe. Da wird das Wetter kaputt gemacht, vielleicht die Planetendrehung. Man muss genau wissen, wo kommt es her? Wo ziehe ich hier die Energie her? Und meistens ist es schädlich, wenn man nach zu viel holt. Gut, es mag sein, dass einiges schon länger probiert ist, wenn es vielleicht bei Außerirdischen schon länger in Gang ist. Gut, dann würde ich das schon für sicherer halten, aber es wird ja ganz viel immer drauf losgebaut. Und selbst Tesla hat vieles vorsichtigerweise nicht weitermachen wollen. Ja. Und die Mobilfunkgeschichte. Muss ich dazu sagen? Ja. Ein wunderbares Schlussthema gewesen für den heutigen Abend. Wir haben jetzt anderthalb Stunden fast. Ich denke mal, für heute lassen wir es dabei bewenden, dass du uns hier deine Gedankenwelt und deine Entwicklungsetappen so schön vor Augen geführt hast, dass wir ein bisschen Einblick gekriegt haben in deine in die Hintergründe deines heutigen Weltbildes. Und das Ergebnis all dieser Etappen, das werden wir jetzt in weiteren Sendungen stufenweise behandeln, Schritt für Schritt, sodass wir quasi unsere Zuseher auf deine innere Reise so mitnehmen können, dass sie dir gut folgen können. Dann würde ich sagen, für heute am Ende angelangt. Wir bedanken uns bei allen unseren Zusehern, die bis jetzt ausgeharrt haben, uns vor allem der Gabi zuzuhören. Ja, das war nicht so leicht. Und wir kündigen unsere nächste Sendung wieder auf unserer Website an. Alle, die Moment, ich blende das hier nochmal ein, wo man das finden kann. Dort findet ihr wieder den Link zu der nächsten Sendung. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Alles Gute und bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis bald. Tschüss. 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 Danke. Guten Abend. Guten Abend.